Die Verbindung von esoterischen Geschichten, Geheimgesellschaften und der Sexualisierung von Kindern kann exemplarisch an den Werken des Disney-Konzerns veranschaulicht werden. Vieles läuft dabei unterschwellig ab, wird also beim Ansehen gar nicht bewusst wahrgenommen. Es sind okkulte, das heißt, versteckte Perversionen. Die Botschaft, Sex, liegt an der Schwelle des Sichtbaren. Das Unterbewusstsein sieht diese Botschaften, die teilweise nur für Sekundenbruchteile zu sehen sind, trotzdem ganz deutlich. Der Disney-Konzern stellt des Weiteren Unterwäsche für Kinder her. Auch anderes Merchandise zeigt den wahren Charakter der Leute im Hintergrund. Sicherlich sind auch die Werdegänge von Disney-Kinderstars hier zu erwähnen. Dabei ist das keine neue Sache. Bobby Driscoll war der erste menschliche Darsteller unter Vertrag bei Disney. Sein erster Film 1946 war Onkel Remus Wunderland. Viele weitere Filme folgten. Mit 17 war er bereits schwer mit Amphetamin abhängig, und mit 31 starb er verarmt und vereinsamt an den Folgen seines Drogenkonsums. Er liegt in einem unbenannten Grab auf dem armen Friedhof Potter's Field in New York begraben. Etwas lauert hinter der glitzernden Disney-Fassade, und wer sich im Klaren ist über die pädophilen Machenschaften vieler Okkultisten, weiß, was es ist. Man könnte fragen, was das bloße Wort Sex für einen Einfluss auf Kinder hat, die damit wenig bis gar nichts anfangen können. Die Antwort ist, dass es hier um eine Konditionierung des Unterbewusstseins geht. Nicht, um direkt einen Effekt zu erzielen. Das Ganze ist angelegt auf die zukünftige Manipulierbarkeit der jungen Zuschauer. Und so funktioniert's. Die Kinder verbinden mit den Filmen sehr Positives, sie erfreuen sich immens an den farbenfrohen Fantasiewelten. Gleichzeitig bekommen sie, neben anderen Dingen, unterschwellig Sex angepriesen. Wenn sie älter sind, also nach Jahren des unterschwelligen Bombardements mit Sex, kann man ihnen, unterschwellig oder nicht, alles verkaufen, was irgendwie in Beziehung zu Sex gestellt wird. Sex als fundamentaler biologischer Trieb ist also sozusagen das trojanische Pferd, mit dem manipulative Inhalte ins Unterbewusstsein transportiert werden. Sex sells, weil es zum einen ein primärer biologischer Trieb ist, zum anderen aber auch, weil wir von klein an durch die Medien darauf konditioniert wurden. Wir haben für diesen Teil das Thema Alkohol als Beispiel ausgewählt. In vielen Videos wird exzessiver Alkoholkonsum ganz unverblümt vorgeführt. Beachten Sie hier zum Beispiel, wie die spärlich bekleidete Sängerin betrunken tut. Partys und Sex werden recht offensichtlich mit Alkohol gleichgesetzt. Hier wird uns deutlich ein roter Becher präsentiert. Diese Becher wurden vor Jahren größtenteils von minderjährigen College-Studenten benutzt, um den Konsum alkoholischer Getränke, die man an der Farbe erkennen kann, ein Stück weit zu verbergen. Mittlerweile sind diese Becher so stark in Mode gekommen, dass sie als eindeutiges Symbol für den Alkoholkonsum Minderjähriger benutzt werden. Beachten Sie auch die halbnackten Frauen im Hintergrund. Für diejenigen, die die Bedeutung des roten Bechers noch nicht kennen, wird hier das Äquivalent gezeigt. Der rote Becher, und danach zwei sich küssende Frauen und eine nackte Brust.
In diesem Song, der 14 Wochen auf dem ersten Platz der US-Billboard-Charts stand, sehen wir deutlich, wie Jugendlichen Alkohol als ultimatives Mittel zum Spaß und Sex haben, angepriesen wird. Gleiches finden wir auch in diesem Video. Wieder sehen wir Frauen, die durch Alkohol alle Hemmungen verlieren. Hier hält der schwarz-weiß kariert gekleidete Rapper T-Pain Flaschen in die Kamera. Und nach diesem Bild folgendes. Unverhohlen werden Wodka-Marken beworben. Auch gemeinhin hoch angesehene Schauspieler wie Samuel L. Jackson tauchen auf. Die Botschaft an Jugendliche, alle großen Stars, die ihr aus euren Lieblingsfilmen kennt, trinken Alkohol. Unverblümte Reklame für Wodka, Whisky und ähnliche harte alkoholische Getränke ist seit einiger Zeit gang und gäbe in der Popkultur. Bei Lady Gaga finden wir zwei weitere Beispiele. In dieser bereits zuvor angesprochenen, seximplizierenden Szene haben die umherstehenden Männer Campari-Gläser in der Hand. In Teil 8 gingen wir ausführlich auf die symbolische Bedeutung dieses Videos ein. Wir sehen nun, dass diese äußere symbolische Form dient, um manipulative Botschaften rüberzubringen. In diesem Fall finden wir hier die Degradierung von Frauen zu Lustobjekten, und die Verbindung von Alkohol, Reichtum und Sex. Das ist der eigentliche Grund, warum diese Videos produziert werden. Das deutliche Einblenden alkoholischer Getränke ist sicherlich äußerst verwerflich, aber immerhin besteht hier noch die Möglichkeit, das Ganze bewusst wahrzunehmen und, einen kritischen Verstand vorausgesetzt, dann zu bewerten. In vielen Szenen wird Alkohol jedoch nur im Hintergrund oder nebenbei eingeblendet. Dies wirkt unterschwellig, das heißt, es wird nichts gefiltert oder bewertet, und die Inhalte gelangen direkt ins Unterbewusstsein, wo sie unser Verhalten im Stillen verändern. Hier zum Beispiel liegt das Augenmerk auf Mariah Carey. Im Hintergrund wird ungeniert die Flasche an den Hals gesetzt. Carey suggeriert Sex, der Alkohol ist nicht weit. Hier ist ein weiteres Paradebeispiel. Die Flasche auf dem nackten Bauch und der Blick auf den blauen Becher. Einer der größten Teenie-Stars ist im Moment Kesha, deren erste Single gleich 9 Wochen auf Platz 1 der US-Charts stand. In ihrem ersten Video sehen wir sie nach einer Sauftour in einem fremden Haus aufwachen. Das erste, woran sie denkt, ist Alkohol. Hier sehen wir ihre Zielgruppe. Man muss sich angesichts der praktisch allgegenwärtigen, positiven Darstellung von Saufexzessen in Musikvideos nicht wundern, dass immer häufiger folgende Schlagzeilen auftauchen. Keshas Video, in dem wir ebenfalls die roten Alkoholbecher sehen, macht hoffentlich allen Eltern deutlich, wie ihre Kinder zum Alkoholkonsum angeregt werden sollen. Kesha und ihr Song wurden sogar in der Anfangssequenz einer aktuellen Simpsons-Folge promotet. Hausmeister und Lehrerin trinken, und das muss ja, wie wir gelernt haben, zu Sex führen. Auch Busfahrer Otto, der die Verantwortung für die Gesundheit der Kinder trägt, ist natürlich betrunken.
Die Couch wird von Daphne angehoben, die Familie, das heißt auch beide Kinder und der Säugling, sind offenbar betrunken. Dieses verwerfliche Alkoholanpreisen wird dann noch ein wenig fortgesetzt mit Batman, der mehrfach den Baphomet macht. His estranged daughter must not bring up why she dropped out of college. It's too sad. Why she dropped out of college. It's too sad. Fast schon überflüssig zu erwähnen, dass der Schöpfer der Simpsons, Matt Groening, Freimaurer ist. Das offene oder unterschwellige Anpreisen von hochprozentigen alkoholischen Getränken und Komasaufen ist nur eine von vielen Agendas zur Manipulation junger Menschen. Es entsteht dabei eine Generation von Leuten, deren einziges Interesse darin besteht, die nächste Party und damit den nächsten Saufexzess mitzumachen. Es entsteht eine Gesellschaft so fixiert auf Sex, Alkohol und endloses Partymachen, dass sie nichts anderes mehr im Sinn hat. Das ist sicherlich etwas, das von den Psychopathen an der Spitze der Pyramide gewünscht wird. Wenn also jemand in den Kommentaren fragt, ob beim Ansehen von Lady Gagas Videos eine Gefahr für den Geist ausgeht, dann kann das aus Sicht der Autoren nur bejaht werden. Das Perfide an unterschwelligen Botschaften ist halt, dass man sich, selbst wenn man um sie weiß, nur dagegen wehren kann, indem man die Videos nicht ansieht. Wer sie ansieht, wird zwangsläufig programmiert. Genau wie im Fernsehen gesehen. Good, good night.